So, heute wollen wir mal ein einfaches, schönes Unterwasserbild malen mit Orcas. Dazu haben wir uns jetzt praktisch für die Schablone aus Papier die Umrisse erstmal ausgedruckt. Das Ganze müssen wir jetzt schneiden. Einmal. Nummer 2. Das Innere brauchen wir ja nicht. Jetzt geht es dann praktisch hier in die Tiefen runter. Dazu decken wir jetzt genau mit dem Ringteil wieder oben ab. So. So. Gut. So, jetzt tun wir dann noch ein bisschen, gucken wir mal gerade, decken wir das mal kurz ab. Ach, da sieht das schon recht gut jetzt aus, hier oben die Wolken. Mal die Wasseroberkante, da müssen wir nachher noch ein bisschen nacharbeiten. So, das decken wir jetzt einfach wieder ab. So, gut. Und jetzt wollen wir natürlich hier unten noch ein bisschen Felsen darstellen. Nehmen wir einfach ein Stück Papier. Reißen uns da jetzt irgendwas raus. So. Das jetzt was anderes so lange draufstellen, also rot und grün. So. Nehmen wir ein bisschen schwarz, tun den Schwamm ein bisschen hier mit weiß, ja. Ein bisschen abtupfen vorher. So, das gehen wir da unten hin, ja, machen so stellenweise ein paar Tupfer hin. Ja, noch mal ein bisschen. So. Das ist jetzt die hintere Ebene. So. Das Schwarz aus der Sohle wieder rausnehmen. Und eine andere Sohle. So, und diese Pflanzen, die sollen jetzt so ein bisschen im Hintergrund erst sein. Praktisch auch eine Lehrtechnik. Die weißen Stellen überspritzen wir jetzt mit dem Türkis. Vielleicht ein bisschen mit Türkis. So. Jetzt nehmen wir nochmal ein ganz bisschen Blau dazu. Ein bisschen aus. So, und jetzt setzen wir da drüber weitere. Ja. Also ganz vorsichtig ein bisschen tupfen. So. So. Einfach aber wirkungsvoll. Mal gucken, ein bisschen hoch, so. So.
Fisch drin.